Hallo mein Lieben, ich bin der Eddie. Für ein Abo, Like und Kommentar würde ich mich freuen. Bleibt dran und es könnte spannend werden. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. Cause when I'm with you, I'm... Wunderschönen guten Morgen. Wir sind mal wieder unterwegs. Ihr könnt sehen, der Jernabe ist schon kräftig dabei. Der Wind ist auch ziemlich stark hier in Eckchen bei uns. Und wir sind hier Angelsee, Oka, hier auf dem Steg wieder. Wie gesagt, der Jernabe ist schon mitten dabei. Der hat schon gerade eine gefangen. Ja, mir ist ein kleiner Malheur passiert hier. Während ich da meine Route aufgebaut habe, ist mir mein Koffer durch den Wind umgekippt. Und zwar hier, der hier. Ja, das ist mein komplettes ATV, wo meine ganzen Spoons. Okay, ich habe jetzt mehrere ATVs da, aber der eine ATV auf jeden Fall ist genau dort schwimmen gegangen. Und jetzt versuche mal den irgendwie rauszuholen. Ja, das sieht so aus, ob das nur 1-2 Meter wären oder so, dass das nicht so tief ist. Aber direkt hier am Steg, auf der Seite hier, geht schon 4 Meter direkt runter. Und ja, da wollen wir mal schauen, ob wir den nochmal rauskriegen. Ansonsten, Leute, ja, so, ansonsten werden wir auf jeden Fall unser Glück hier versuchen. Hier Angelsee, Oka, wie gesagt, der Jernabe und ich. Und da würde ich mal sagen, sobald Fisch dran ist, seid ihr dabei. Bis gleich. So, dann werde ich mal meinen ersten Wurf hier machen. Rückseite, das ist ein Donner. Rückseite ist hier schwarz und dann hier mit blau-weiß. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So sieht er aus. Ja, dann wollen wir mal gleich mal ein Glück versuchen. Mal schauen, ob wir hier so einen Live-Biss kriegen. Zack, rein. Also es ist wirklich gerade etwas schwer, weil der Wind drückt ziemlich kräftig hierher. Von links, rechts, vorne, hinten, von überall. Aber wir werden trotzdem unser Glück hier versuchen. So. Oh, das scheint mir eine größere zu sein, ne? Ich glaube, das ist eine Lachsgory. Wieder auf denselben Spoon, was ich vorhin euch gezeigt habe. Ja, jetzt geht er nach rechts. Oh, da kommt er schon. Oh, das ist eine schöne große. Oh, 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 oh. Ich mache mal ein bisschen die Bremse locker. Also, ich kann den Spoon überhaupt nicht mehr sehen. Ich glaube, der hat ihn komplett weginhaliert. Ich sehe den nicht mehr, den Spoon. Siehst du den Spoon? Doch, ja, ich sehe ihn. Echt? Siehst du den? Der hat da richtig weginhaliert. Der ist weg komplett. Ja. Okay. Das ist doch schon mal gut auf jeden Fall. Ja, aber. So, zack. Und im Kescher. Jawohl. Eine schöne Lachs hier. Den zeige ich euch gleich nochmal. So, ich zeige euch mal den Spoon, mit dem ich gerade gefangen habe. Das ist der hier. So, mal schauen. Ob wir mal so ein Live-Biss hier kriegen. Also wie gesagt, der Wind drückt wirklich von überall. Es ist sehr schwer zu kontrollieren. Die Bisse zu erkennen ist auch sehr schwer auf jeden Fall, weil der Wind immer wieder, wie gesagt, von links, von rechts kommt. Von hinten und von vorne, also von überall.
Ja, ich sehe. Ich sehe gerade, der Jana ist hier gerade im Drill. Der hat jetzt mal auf Schleppen mal umgestellt. Jetzt ist er gerade am Schleppen hier mit orange-schwarzem Teig. Ich habe eine Kescher in der Hand hier. Oh, warte mal, dein Kescher klemmt da irgendwo. Oder jetzt habe ich. Oh, oh, oh. Zack. Jawohl, Petri. Vielen Dank. Wurde, ja, jetzt. So, ich habe demnächst jetzt hier auf den Wobbler Spoon. Jetzt habe ich mehrere Farben ausprobiert, hat leider nicht so wirklich geklappt. Aber jetzt hier auf dem Wobbler, den zeige ich euch gleich mal. Nach dem dritten Wurf, zack. Und im Kescher. So, ich zeige euch mal den Wobbler. So sieht er aus. In 2,8 Gramm. Vielleicht kriegen wir mal einen Live-Biss. Gucken wir mal aus. Ich fühle den sehr, sehr langsam. Ab und zu mal gibt man so einen Twitch. Dann bricht er nochmal. Dann bricht er nochmal aus. Aber man kann ihn auch ganz normal führen. So, dann machen wir mal. Und noch ein Wurf hier. Zack. Ich lasse ihn wieder etwas absinken. Und dann führe ich ihn ganz langsam. Wir dann twitchen nochmal. Und dann schön langsam weiter. Und die nächste wieder auf dem Wobbler. Hier kann man sehen, wie kampfstark hier die sind. Das ist derselbe Wobbler wieder, aber in eine andere Farbe. So, ich würde mal sagen, es ist jetzt wieder Zeit, Feierabend zu sagen, hier angeln Sie, Herr Ocker. Wir waren zuerst dort hinten auf dem Steg gewesen. Dort haben wir der Jana, wenn ich mich nicht verzählt habe, 3 oder so gefangen. Und bei mir war es genauso, 2 Portions und einen Lachs. Und dann bin ich nochmal hier in die Ecke gegangen. Das ist dann Platz 79, 78. Da saß ich dann nochmal und mit Jan habe ich nochmal und haben hier nochmal unser Glück versucht, haben auch nochmal hier ein paar gefangen und ja, der Jan habe sitzt schon da, hat schon Platz genommen, für ihn ist schon quasi Feierabend und ja, da würde ich mal sagen, wie gesagt, hier Angelsee Oka ist für erstmal Feierabend
Und sobald die Reise weitergeht, seid ihr natürlich wieder mit dabei. Für ein Abo, Like und Kommentar würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, Leute. Ciao. So, wieder Zeit hier feiern zu sagen, hier Angelsee Ocker. Ich habe ja vorhin schon meine Abschlussrede schon gehalten gehabt, aber da habe ich vergessen oder ist mir wieder eingefallen, dass euch die Fische noch gar nicht gezeigt habe, das was hier Janabe und ich gefangen haben. Hier könnt ihr dann nochmal sehen, schöne Lachse hier und dann ordentliche Portionsforellen noch. Und wie gesagt, wir waren hinten am Steg gewesen, da hat Janabe, Schleppen war das gewesen, ja, ne? Schleppen und Spoon. Und Spoon auch, ne? Genau sowas gewesen. Und dann haben wir nochmal, wie gesagt, nochmal Platzwechsel gemacht, hier in die Ecke hinten rein. Und da haben wir auch noch ein, zwei fangen können. Und wie gesagt, für uns ist heute Feierabend und eigentlich können wir auch mit unserem Fang zufrieden sein. Also ich bin zumindest, ne, oder? Bei den Wetterverhältnissen auf jeden schwer Fall gewesen. Ja. Fisch stand irgendwo in den Ecken. Viele Leute haben viel gefangen. Manche Leute haben gar nichts gefangen und manche Leute haben wenig gefangen, so wie wir. Ja, das ist halt so, das, ne? Ist, das gehört mit dazu. Das ist Angeln. Es ist halt so, ja, das stimmt. Und wie ich euch schon heute Morgen euch schon erzählt habe, meine Kiste ist ins Wasser gefallen und da ist ein ATV von mir war, wo meine ganzen Spoons drin waren. Es ist leider eine Tauchstation gegangen. Aber naja, was soll man machen? Ne? So ist es halt. Ja, dann würde ich mal sagen, auf jeden Fall, wie gesagt, für ein Abo, Like und Kommentar würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, sobald die Reise wieder weitergeht, seid ihr wieder mit dabei. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.